Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir machen jetzt weiter im Supercup bzw. im Superpokal gegen PSG. Und ja, lasst doch gerne ein Abo da für die Leute, die noch nicht abonniert haben, und unterstützt mich auf dem Weg zu den 200 Abonnenten. Und schaut auch gerne auf Twitch vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt geht's gegen PSG. Wir mussten jetzt mal gedrungen ein bisschen wechseln. Warte mal. Ich will noch einmal kurz was ändern. Und zwar machen wir das dann doch so, glaube ich. Ja, das ist deutlich besser. Gut. Also, legen wir los. Wir spielen international, beziehungsweise, ja, doch international. Deswegen spielen wir in Blau. PSG dürfte denn in diesen Farben spielen. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Das Finale steht an. Der Höhepunkt also. Zwei Teams, die triumphieren wollen. Das verspricht eine klasse Partie. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. UEFA Superpokal, Finale. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zu einem Spiel, das es in sich hat. Besser geht es nicht mehr. Zwei Teams, die zuletzt Überragendes geleistet haben. Zwei Teams, die sich jetzt auch noch diesen Titel schnappen wollen. Dem das gelingt, na, warten wir es mal ab. In wenigen Augenblicken können wir hier endlich loslegen. Wolfsburg gegen Paris Saint-Germain. Endspiel um den UEFA Superpokal. Das sind die Besten, das sind die Top-Teams, unheimlich erfolgreiche Mannschaften, erfolgreiche Spieler. Die Frage ist, wer kann sich jetzt auch noch diesen begehrten Titel sichern? Es wird spannend. Gut. Ja, unsere Formation müssen wir jetzt nicht beobachten. Die kennen wir ja schon. Und wie PSG spielt, das sehen wir dann im Spiel. Also einen Namen habe ich auf jeden Fall schon gesehen, und zwar Mbappé. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, Almada. Oh, gut gemacht. Ja. Almada. Oh mein Gott, oh mein Gott, was war das denn? 1-0. Ja, wir müssen dringend auf Legende stellen, Leute. Das geht definitiv zu einfach, ja. Das war gar nicht schlecht verteidigt, aber da zeigt er, was er kann. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Dringend auf Legende stellen. Das ist. Oh, das abseits, oder? Ja. Ist abseits. Da hat das Schade. Timing nicht gestimmt. Also PSG im Moment noch gar nicht im Spiel. Die ersten 10 Minuten gehören hier klar uns. So, jetzt. Oh, Todibo. Ah, verliert er das entscheidende Duell. Und Van der Hoed. Ich glaube, der wäre auf Legende reingegangen dabei. Hundertprozentig. Also auf Legende würde es jetzt hier 1-1 stehen. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das schwach verteidigt. Ja, und Doku ist natürlich, glaube ich, einer der schnellsten unserer. Guter Konter, 2-0. Also dazu sage ich jetzt nichts, war natürlich schön rausgespielt, aber der Beifall ist da. Ja, klasse, klasse Tor.
Ja, der kam auch mit so viel Geschwindigkeit, da kann der Torwart nichts machen. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Bernat. Jetzt sind sie am Ball. Ah, schade. Da das wurde. Sehr gutes Tackling. PSG verliert den Ball. Sieht gefährlich aus. Die La Viga läuft. Tolle, ja, ist abseits. Und er pfeift abseits. Schade. Ja, aber die drei Doku, Almada und De La Viga, die sind so schnell da vorne. Also da haben wir eine richtige Waffe. Schon wieder, jetzt De La Viga. De La Viga schießt. Alter. Heftiges Tor. Geiles Tor. 3-0. Wir zerlegen hier PSG, aber wie gedacht, das ist Weltklasse. Davon sich jetzt auch nichts einbilden. Aber es ist trotzdem ein schönes Tor. Ja. Definitiv. Geiles Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus. Den trifft er aber auch richtig gut. Ja. 3-0. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht zu hoch bewerten. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Legende ab sofort nach diesem Spiel. Nordi Mukiele. Ball ist bei Ferrati. Jorginho. Ballverlust PSG. Almada. Sie geben den Ball ab. Ah, wieso nimmt da nicht mal ein paar so den Laufweg raus? Das war nicht gut gemacht. Und Marquinhos. Bernat. Jetzt frage ich mich, was macht ein Babu da? Also was macht er nicht da? Marco Ferrati. Der wurde gerade komplett aus dem Spiel genommen. Ich weiß noch nicht, wieso er. Ja, ich mal ein paar Lüge gespielt. So, Almada. Und wieder die drei da vorne. Pedro de la Viga, diesmal zu kurz gespielt. Boah, das kommt aber nicht ran. Areola hat ihn. Todibo müsste eigentlich das Kopfball gewinnen, macht er nicht. Ethan Apadu. Sie verlieren den Ball. Kein gutes Zuspiel. Oh, 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 oh. Ah, faul. Fast ein Elfer. Das ist eine gute Chance. Ja, durchaus ein vielversprechender super Freistoß. Aber kein Tor, daher dachte sich, das wäre ein klasse Tor gewesen. Eine Minute gibt's oben drauf. Jetzt haben sie den Ball wieder. Icardi. Bernat. Abseits, müsste Abseits sein. Er gibt ja. Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. So, wir führen zur Halbzeit 3-0. Ich lasse es mal aber unkommentiert. Ihr wisst wieso. Warum muss ich nichts drauf einbilden? Vor allem nicht auf Weltklasse. So, wir wechseln. Jovic kommt rein. Yashirin darf spielen. Und. Baku kommt für Tonali. Den brauchen wir noch. Die beiden tauschen die Seiten. Gut. Finale im UEFA Superpokal. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Und jetzt die Maria. Ball bei Jorginho. Dominic Calvert-Lewin. Wieder. Oh, jetzt mal ein bisschen hier Platz da, aber der Abschluss zu
ungefährlich. So, vorsichtig. Und Bambu, mal wieder so ein komischer, unnötiger Fehlpass. Den hat er auch schon im letzten Spiel gezeigt. So, jetzt mal wieder vorne mit eingeschaltet, Mbappé. Wo ist Jovic? Da ist er. Ja, kommt nicht ran. Flanke nochmal. Da ist Jovic nochmal. Kopfball Sigané. So, und jetzt mal der Konter für PSG. Mbappé. Ja, ja, nimmt hier. Oh, das war gut gespielt. Das war gut gespielt. Und ja, guter Abschluss. 3-1 nur noch. Da haben wir uns schon wieder in der Abwehr nicht gut angestellt. Kevin Martin. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da weg. Das war natürlich schwach gelöst. Der Ball kommt hier nicht an. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Ah, Kieran Hilfer. Die muss er haben. Ja, faul da. Gibt doch mal eine gefährliche Freistoßsituation. Ball in den 16. Da ist die Ballhöhe. So eine Kontermöglichkeit. Mit einem Babu, der geht. Schönes Zuspiel. Auf Doku. Er schließt ab. War der noch abgefälscht? Ne, der war nicht gut geschossen einfach. Underwood hält uns hier den 2-Tore-Vorsprung. Ja, ich verschade. Vielleicht der schnelle Vorteil. So, Doku jetzt nochmal. Mit Jovic. Nee. Lascherin schließt ab, aber auch zu ungenau. Wieder eine gute Chance, die wir nicht nutzen. Ja. Nordi Mukiele. Da haben wir Jorginho. Ja, faul. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Ja, gelbe Karte, völlig zurecht. Die Aktion musste der Unverdachter. Gelb also gegen Wolfsburg, vertretbare Entscheidung. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Vorteil für PSG. Erneut so ein hervorragender Pass. Der hat Todibo gut gemacht. Holt sich da hören mit dem zweiten Kurzzug. Okay, es wird noch mal spannend. 3-2. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier noch das Spiel so aus der Hand geben. Gut. Ballbesitz halten. Ja, am Ende wird es dann doch noch ein spannenderes Ergebnis, als ich erhofft hatte. So, jetzt aufpassen. Also PSG ist brandgefährlich im Kontern. Wir haben es gesehen. So, und da ist es. Jetzt sag mich. Wir gewinnen das Ding am Ende sehr, sehr knapp. 3-2. Also schlechte zweite Halbzeit gespielt. UEFA Supercup-Sieg. Also in diesem Jahr. Eine überragende Leistung. Glückwunsch auch von
unserer Seite. Und jetzt geht es natürlich darum, die Hände an den Pott zu bekommen. Wir wollen den Pokal. Da ist das Ding. Und das ist mehr als Vorfreude. Das ist ausgelassener Jubel. Das ist nicht einfach. Oh Leute, das ist der Supercup-Sieg. Ja. Also auf Legende würde ich sagen, hätten wir das Ding auf jeden Fall verloren. Mal gucken, wie das jetzt läuft, die Saison auf Legende. Also sollten wir irgendwie gar kein Spiel gewinnen, dann stelle ich natürlich wieder um, aber ich denke mal, wir sollten das auf Legende auf jeden Fall hinbekommen. Da werden wir auf Legende kein Meister werden, das glaube ich nicht, aber vielleicht geht ja trotzdem Europa League und was oder so. Gut, bester Spieler ist für mich De La Viga. Ja, das Spiel so und Kilian Höwe hat die meisten Kilometer gelaufen. Alles klar, das ist mir nicht so aufgefallen. Gut, Pressekonferenz. Wir waren heute unaufhaltsam, naja, es ging. Bitte King, Sorgen hatte ich keine. Ich hatte schon Sorgen, und zwar doch, dass wir noch den Ausgleich machen. Leicht war es nicht. Thank you, that'll be all. Ja, Leute. Gut, das, dann geht's jetzt, wie gesagt, Einstellung. Ab sofort spielen wir auf Legende. Wettkämpfermodus bleibt trotzdem aus. Gut. So, und wir haben jetzt hier nochmal ein Transferangebot für Tonali. Natürlich werden wir den nicht abgeben, ist ja klar, ist einer unserer besten Spieler. Gut, und jetzt geht's gegen Gladbach in der Bundesliga. So, Brekalo. Luka Netz wird spielen, Sessin Jong, Saliba und Rekik. Reece James dürfte dann auch mal gut, jetzt geht's einmal so, zentral-defensives Mittelfeld haben wir ja. Mbappé hier. Gut, das ist unsere Startformation, Leute. Und ja, die wollten noch ein Transferangebot. So, wir machen jetzt hier noch die Pressekonferenz in der neuen Saison. Ich danke fürs Kommen. Dann wird es aber ab nächster Folge beginnen. Wieder zwei Spiele geben. Wie gesagt, jetzt nur noch eins. Selbstvertrauen ist wichtig. Titel ist nicht Pflicht, sehe ich garantiert nicht so. Jungs, unsere Taktik hat sich bewährt. Wir sind überall gut besetzt. Das gut. So Leute, ab nächsten Video, also ab morgen, gibt es wieder, wie gesagt, in einem Video zwei Spiele. Jetzt, wie gesagt, nur noch eins. Wir haben jetzt beide Pokale geholt. Die ich gerne holen wollen, also die ich geholt habe. Und ja, so jetzt schauen wir mal, wie es in der Liga auf Legende geht. Sollten wir die ganze Zeit irgendwie nicht gewinnen, klar, stelle ich wieder um. Aber ich denke, es sollte was werden. Also wir werden jetzt auf jeden Fall nicht um die Champions League spielen. Das glaube ich nicht, wenn es so ist. Natürlich, dann nehme ich auch einen Dreckigen 1-0-Sieg mit. Aber naja, so. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.